Hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag und schon mal einen Wochenstart, schönen Wochenstart für morgen. Sag mal, jede Woche hat man Ende und Anfang. Das Ende ist schön, der Anfang ist immer nicht so schön. Aber man kann nicht alles haben, ne? Wenn man sich freuen will, muss man sich auch traurig sein, ne? Ja, ist halt so. Das Leben hat zwei Medaillen, kann man sagen, ne? Wer lachen will, muss auch mal weinen können, ne? Anführungszeichen, aber hoffe, dass nichts so oft ist, ne? Und es läuft nicht immer so, wie man es sich denkt. Das hier kommt ja auch noch zu. So, so ist das Thema dafür, ne? Ja, siehst du, wenn man Urlaub anfängt, hört er immer wieder auf. Oder wird hart. Wenn ich 7 Wochen frei habe, dann ich da hinterher. Oh Mann. Der alte Urlaub vor allen Dingen, ne? Da geht schön weg. Und dann mal schauen, ob wir nächstes Jahr wieder Stunden aufbauen. Bei Gelegenheit. Mal gucken. Es war hart, Überstunden zu machen, aber muss ja mal sein, ne? Aber nächste Woche Montag nochmal, wenn ein Arbeitskollege kommt, dann ist wieder normale Arbeitszeit. Dann ist das nicht notwendig. Ja, hier Strohbeck und dann nachher ein Feld haben wir schon abgesammelt, das andere Feld ist mit Ballen gepresst. Und ja, ist halt so, ne? Hier 2 Runden und dann ein bisschen hinterher. Hier ist, glaube ich, kleiner wie drüben, aber kann täuschen. Wir müssen eh mehr Felder zu kaufen und vereinen, ne? Das ist ja. Die größeren machen sich einfacher. Vom Einstellen her und so. Aber anfangs hat man nicht so viel Geld. Ne? Mal gucken, dann mal Felder kauft, die halbwegs günstig sind und halbwegs ja, guten Boden erbringen. Ne? Also da oben die Felder 1, 2 und 3 sind recht brauchbar. So, ich glaube 1 und 2 und 3, glaube ich, da 1 und 3. Ja, und das ist dann schon mal hilfreich. Das andere mal schauen, dass wir die Gehreste unter mit Zulieferern gleichen, dann kann man das gleich fahren, ne? Best mit Kursfledern beim schönen optimal fahren, müssen nur dabei sein, dass wir immer wieder hinfahren zum Überladen, ne? Dass wir nicht extra so einen Punkt einfahren müssen, dass er sich alleine holen kann. Das Feld 5 habe ich mal gemacht. Lohnt sich der Aufwand meist nicht. Mit einem großen Gerät. Vielleicht kaufe ich noch einen größeren. Mit mehr Arbeitsbreite. Mal schauen. Ein bisschen breiter geht es, glaube ich, noch. Aber mal schauen. Ja, Multiplayer wäre da sowas genau richtig, ne? Also. Wie in echt halt, ne? Halt so ist, ne? Kalk werden wir auch fahren, das wäre auch kein Thema. Wir können auch Kalk mit dem LKW aufladen und hierher bringen, die Big Bags, und dann abladen und dann so aufladen. Man könnte auch theoretisch, muss ich mal schauen, dass wir eher in Richtung, wenn wir ja 4 Tage haben, dann haben wir eh bisschen mehr Zeit. Aber ich weiß nicht, wann Terra Live kommt. Das ist absolut. Er ist wieder dabei. Aber wann es also kommt, ist offen, ne? Ich weiß, Umzug hat er noch gemacht. Und er weiß ja auch Bescheid. Wenn ich Umzug machen würde, da wäre bei mir mehrere Wochen Stress, ne? Also, ich meine, ich würde das, meine Wertsachen im Prinzip mit dem Auto fahren. Also angefangen vom Fernseher eher nicht, aber Monitor und so, Computer und so, das mit dem Auto eine Fahrt, ne? Monitor, naja, ja, mal gucken, wie das besten stehen kann, ne? Und dazu sagen, fast 11 Jahre muss ich noch arbeiten,
passt. Und das ist für einen Monitor kein Alter, ne? Also da ist schon eher die Wahrscheinlichkeit, dass ich da noch einen anderen gekauft habe. Also den jetzt aktuell, ja, wenn der heile bleibt, darf er gern bleiben, längere Zeit, ne? Das ist jetzt nicht, dass ich den alle 2 Jahre neu kaufe. Ich muss mal versuchen, mit der Kamera das von hinten aufzunehmen und mal 1, 2 Videos so veröffentlichen. Mal gucken, müsste ich mal probieren. Die Kamera ist da, so ein Stativ ist auch da. Ja, dann muss er doch mal machen. Um zu zeigen, wie ich das so habe, ne? Also ist schon eine Hausnummer. Ich sag mal die Oberklasse, ne? Ich sag mal, ich habe keine anderen Hobbys, ich mache keinen Urlaub und dergleichen, das ist alles investiert. Hier PC, Monitor, Lenkrad, ja, Tastatur ist auch nicht die schlechteste. Hier Webcam, Mikrofon, ne, das ist alles. Ja. Wenn mal eines Tages so wäre und ich würde es schaffen, was ich persönlich sage, ist noch ein bisschen weit hin. In Deutschland weiß ich, dass die zum Beispiel eine Freigrenze haben, man die verdienen würde, was ich nicht glaube, also die Menge, also so ein Taschengeld, wenn das immer sein würde, aber wenn das mal so sein würde, man würde richtig groß aufsteigen, ne? Man hätte hier 9000 Euro verdient, weil einige leben ja davon, dann hast du die Möglichkeit auch von der Steuer abzusetzen. Aber trotzdem muss immer das Geld da sein, ne? Aber das ist, wie gesagt, noch weit weg. Abonnentenzahlen sieht gut aus. Aktuell 744. Ich danke mal fleißig für die fleißigen Abonnenten. Aber die Zeit ist noch, ja, da ist noch einige Stunden zu machen, ne? Aber da kann man halt nur eben nach und nach ranarbeiten, ne? Das ist ja die Masse, macht es am Ende, ne? Wenn noch die 200, aber jetzt muss ich rechnen, 44, 45, 255, 56, wenn ich richtig jetzt liege, noch dazu kommen. Und das sind dann auch fleißige Zuschauer, sag ich mal so, ne? Davon gehe ich mal aus. Dann wären die 4000 theoretisch möglich. Das ist die Grenze, die man haben muss. Aktuell habe ich 2900 ungefähr. Also fast 3000. Und ich werde ja auch wieder irgendwann mal ein viertes Projekt machen. Was genau, weiß ich nicht. Mache ich nochmal Icarus. Zurzeit eher nicht. Also vom Urlaub auf keinen Fall. Im Urlaub kann sein, dass ich da mal ein bisschen was vorbereite, dass da ja einfach so, ne, ja, 2 Folgen pro Woche oder so, nicht mehr, auch nicht. Also Half-Life halt mal überlegt gehabt, sehe ich so auf YouTube nicht, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe eher befürchtet, dass da mit Urheberrecht irgendwie wird nicht so einfach ist. Das ist immer so eine Sache, wenn da viele Videofrequenzen bei sind, so eine 10 praktisch die das Spiel übernimmt und dann praktisch Gespräche stattfinden, also man wird da mit mir erzählt, ne? Und er redet ja so nicht, aber wie gesagt, das ist immer so, wenn so eine, das hatte ich bei Dings gehabt, bei also Evil Village, da gibt es ja auch so eine Videoszene, wo praktisch die KI übernimmt und dann gibt es halt diese Gespräche von den wie in einem Film, ne? Und da hat sich YouTube auch nicht schwer getan. Muss sich da rausschneiden lassen. Ist nicht ideal, aber ist halt so, ne? Und bei Half-Life sind auch viele so eine 10 dabei. Muss ich mal schauen, wie das nachher hinkommt, ne? Ob ich selber rausschneiden werde, man muss sich auf die Stelle sich merken, da kommt auch noch hinzu. Aber für 2 Folgen in der Woche wird es, glaube ich, funktionieren. Vielleicht mache ich morgen noch 3, 4 Folgen, aber ich würde es nicht gleich veröffentlichen, immer so ein Puffer aufbauen. Das ist das Spiel ist ja schon ein bisschen älter, da ist es eine Wurscht. Beim neuen Spiel ist das vielleicht, wäre es vielleicht sogar schlecht, wenn man das so machen würde. Weil je höher das Interesse ist, umso besser ist für die Einschlagquote, ne?
Blickrate, ne? Aber ich würde jetzt nicht unbedingt deswegen jetzt Videos aufnehmen, die ich nicht spielen möchte, muss man dazu sagen. Also wenn Spiele, die ich nicht mag, muss ich nicht aufnehmen, ne? Das ist dann halt so. Also muss schon Interesse da sein, von meiner Seite aus. Und alle Spiele gehen halt nicht als Livestream oder als Spiel, als Folge. Total wahr ist auch, kann sehr interessant sein, aber für das Zuschauen ist das eher nichts. So eine Schlacht kann schon mal eine Stunde dauern. Ob das Interesse dann zeigt, weiß ich nicht. Also probieren kann man es ja mal, ne? Das ist so. Oder ich mache mal einfach so mehrere Folgen als oder mehrere eine Folge und dann mache ich dann den Zuschauer entscheiden lassen, was sie dann gezeigt werden möchte. Was sie dann sehen möchten. Wäre auch so eine Option, ne? Dass ich praktisch dann 3, 4 Spiele vorschlage. Und dann, wie gesagt, wenn die Aufrufzahlen nicht so sind, dann ist ja klar, dann muss man sich irgendwie mal davon trennen. Das ist ja, man kann spielen, aber hochladen ist, macht ja auch Zeit, kostet auch Zeit und bearbeiten. Deswegen bin ich mit der Meinung, man muss mal gucken. Wenn irgendwo die Aufrufzahlen schlecht sind, ja, längere Zeit vor allen Dingen, dann ist es irgendwann eher. Das ist immer, ich kann es ja so nicht erkennen. Immer wenn ich jetzt theoretisch die Original, also die 3 Folgen, die ich am Tag veröffentliche, da kann ich noch am selben Tag die Statistik sehen, am besten am Handy. Wie viele reingeschaut haben, wie lange der Durchschnitt war und, ne? Einige Folgen laufen aber recht lange ganz gut. Da sieht man eher auch eine Statistik später mal, ne? Jetzt ist mir so eine Sache, das ist mir so eine, ja, oh, die Hüfte nicht, die Hüfte geht heute aktuell. Ja, morgen kann man das bearbeiten. Ja, und dann der Hochladen, ne? Hochladen könnt ihr heute schon, die ersten 14 vor über Nacht. Geht am besten, das ist so. Ich habe zwar Kabel und eigentlich habe ich 50 Megabyte pro Sekunde zum Hochladen. Upload, ja, Upload, ja, Hochladen, ne? Blöde Englisch immer. Ja, jedenfalls, den bezahle ich auch extra und ja, Spitzenzeiten abends in alle Netflix gucken, ne? Oder Livestream machen, ne? Habe ich so eine schlechten Zeiten von 4, 5, also nur ein Bruchteil von dem, was ich eigentlich gerne hätte, ne? Ist so. Ja, mal gucken, wenn wir hier alles reinkriegen. Oh, hier kriegen wir auch noch rein. Da können wir auch noch auflegen und dann herfahren. Wenn das passt, ne? Also. Das hier heute drin, ne? 100.000 wieder rein. Ja, Häuser noch nicht gespottet, ne? Aber das wäre ja auch kein Problem. Oh ne, den können wir nicht fahren. Macht keinen Sinn, ne? Hier Stroh ist am Ende des Platz. Können wir garantiert den ganzen Haberstroh einbringen und ja, auf jeden Fall. Und die anderen Weizen, ne? Aber so brennt der Hintern. Ja, ich hab's heute fast geschafft. Ja, und dann mal schauen, ne? Hat er sich festgefahren, der eine? Ja, wenn wir nächstes Mal sehen, wenn wir die Folgen starten.
Der Magnum hat sich dann Ausrufezeichen, er steht meistens und. Oder er steht am Parkplatz und wartet, dass der andere entsprechend frei ist. Das kann auch sein. Das heißt nicht, dass er jetzt irgendwie feststeht, ne? Aber oft ist das so, wenn er. Dann ist da irgendwo was. Aber man muss ja nicht gleich hinholen, ne? Solange der andere läuft. Zumal ja heute die Folge auch fast durch ist, ne? 3 Minuten noch ungefähr. Ich will immer ungefähr 80 Minuten machen. Wird die Woche auch nicht mehr geglückt. Beste Quatsch, ne? Das wird schlecht mit dem Pissfett. Schon Zeit vorbei, ne? Ja. Massagegriff für hinter wäre nicht schlecht, mach mal. Drückt aktuell natürlich immer die 3 Minuten noch oder so, dann ein bisschen eine Runde gehen. Ne? Also dann geht das wieder eine Weile. Meine Bohnen sind schon gekeimt. Mal gucken, wann die rauskommen. Da habe ich am Sonntag, Samstag eingepflanzt. Also Töpfe. Ich meine, ich hoffe, wird ein bisschen Dünger noch geben in den nächsten Tage. Dass die da gut wachsen. Ne? Und wenn der Boden fertig ist, ich versuche da die Erdbeeren einzupflanzen. Die Ableger halt. Ne? Also die ersten werden schon reif. Ich habe schon einige gegessen, aber der waren die kleinen. Die sind blühten irgendwie nicht. Das ist gut. Dann mal schauen, dass sie da Dünger geben. Ne? Oder so eine Sorte, die nicht so gut zum dritten Mal wächst. Kann sein. Normalerweise 3 Jahre, dann machen wir neu machen. Ne? Bei uns zu Hause im Prinzip jedes Jahr 2, 3 Reihen neu. Je nachdem, wie man essen will. Ne? Und dann, wenn die Erdbeeren rausgehen, kommt meist was anderes rein. Was ich Erbsen, Bohnen, Kartoffeln, irgend sowas. Ja, mich ja mal eine Runde fahren, hier die ganze, ne? Aber von Jahr zu Jahr weniger. Muss ja auch gemacht werden, ne? Ich sage, Chris Erbsen schon so billig gekauft, also. Für Erbsen würde ich mir die Arbeit nicht machen. Auch nicht für Mohren. Das ist nicht notwendig. Ja, Bohnen schon, also. Obwohl die tiefgefrorenen Bohnen, das geht auch, da muss nicht unbedingt. Was ich nicht hinkriege, ist Bohnensalat. Esse ich ganz gerne, aber da kriege ich nicht hin. Bin ich noch nicht so. Kochen hier, aber Bohnensalat mit Zwiebel und Essig und so ist nicht so. Mal schauen, probieren, wenn es weit ist. Ne? Erst dann müssen die wachsen. Ne? Und dann mal gucken, wann ich dann in Urlaub fahre. Ne? Wenn ich Pech habe, sind die genau dann. So weit zum Pflücken, ne? Aber das ist halt so. Das weißt du vorher nicht. Lass dich nicht kalkulieren. Die Kirschen werden reif. Also das ist auch schon. Weil es nicht viele werden. Eine Handvoll, wenn überhaupt. Ein paar Pflaumen sind auch dran. Ne? Im Grunde haben wir gut geblüht. Was nicht der Fall war wahrscheinlich. Ja, zu wenig Bienen und weil es recht früh war, ne? Und der Frost war ja auch noch einmal ganz kurz. Wo Dachterrasse ein bisschen höher gelegen ist, nicht ganz so dramatisch ist. Aber es kann schon mal kalt gewesen sein. Ne? Hätten wir jetzt keinen Föhn aufgestellt zum Heizen. Das mache ich noch nicht. Wenn er Pech gehabt. Ne? So, die Schau, das soll schon für heute gewesen sein. Ja. Ich sage schon Dank fürs gleich reinschauen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.